Moin, moin, meine lieben Rostfetischisten und Rostfetischistinnen und die, die es noch werden wollen. Heute geht's wieder um die T3 Doka. Ich habe schon einiges geschafft, habe schon einiges gedreht, habe aber kein Intro gemacht, deswegen jetzt erstmal das Intro. Vielen Dank, dass ihr dabei seid wieder bei einem neuen Video. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Lust mitgebracht. Lust auf Rost, ich nicht so. Wie gesagt, ich habe einiges geschafft. Ich bin dabei, den Pfusch des Vorbesitzers hier zu beseitigen. Glasfasermatten ohne Ende. Hier unter der Doka sieht es mittlerweile so aus. Haufen Blech, Haufen rausgetrennter Mist und Müll. Und wie gesagt, ein Haufen Glasfasermatten. Was ich jetzt hier schon geschafft habe, seht ihr jetzt im Video, Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Dranbleiben, Like da lassen und ab geht er. So, Stand der Dinge, ihr seht schon, hier steht die Tür. Die musste ich nämlich ausbauen, um hier einfach besser ranzukommen. Im letzten Video haben wir den restlichen Radlauf hier gemacht, der ist jetzt drin. Aber jetzt geht es um diese Stelle hier. Ich habe mir schon ein Blech bestellt. Es ist natürlich kein Originalteil, sondern ein nachgearbeitetes Ding. Mal gucken, wie gut wir das jetzt hier eingearbeitet kriegen. Damit werden wir aber leider bloß bis hier abdecken können, also bis hier so ungefähr die Kante, das hier drüber. Man sieht, es ist auch schon sehr rostig. Ich werde das jetzt erstmal alles blank machen. Und hier oben haben wir natürlich auch schon fortgeschrittenen Rost. Müssen wir halt auch gucken, wie wir da am besten erstmal rankommen und zweitens, wie wir das denn hier reparieren. Hier sieht man nämlich schon von unten, man kann schon durchgucken. Ja, dann müssen wir halt wirklich auch alles blank machen und dann ein Blech einschweißen. Aber erstmal kümmern wir uns hier drum. Ja, ein Haufen Arbeit, leider auch richtig beschissene Stellen. Also die Doka hat doch mehr Rost als gedacht. Gerade hier sowas hier. Die Ecken hier oben. Beschissene Ecken. Müssen wir mal gucken, ob wir da tatsächlich nicht schon durch sind. Aber gerade diese Ecken hier hinten. Eieieiei. Ich pull jetzt hier erstmal diese Glasfasermatten runter, die der Vorbesitzer hier anscheinend drauf geklebt hat. Ja, das ist, nenne ich mal, eine Low-Budget-Reparatur hier. Ei, 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 ei. Ja, Happy Birthday. Und schon kommen weitere Löcher zum Vorschein. Aber das war uns ja von vornherein klar, dass das hier unter nicht rosig aussehen kann. Yippie. Ja, ich würde sagen, ich trenne das jetzt erstmal hier raus. Irgendwie so. Und dann versuchen wir mal, das Blech da einzuschweißen. Ich habe richtig, richtig Bock. Nicht. Oh Mann, Leute. Ich glaube, ich gehe schon wieder viel zu optimistisch an die Sache ran. Ich habe jetzt hier schon einen ganzen großen Teil rausgetrennt, aber guckt mal hier hinten. Oh nein! Alter Falter. Oh Mann, ey. Was tue ich mir hier an? Ich wusste ja, dass die Karosserie vom Zustand her echt scheiße ist. Aber so scheiße, Leute, ich zweifle gerade so ein bisschen an mir selber, ob ich das packe hier überhaupt. Also wenn das so weitergeht, wenn die andere Seite auch so aussieht, dann sehe ich mich dieses Jahr noch nicht wegfahren mit dem Auto. Ich weiß, viele von euch sagen, oh, das lohnt sich, T3, macht das unbedingt weiter, das lohnt sich wirklich, weil T3s werden immer seltener und so. Aber ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen überfordert hier. Was tue ich mir an, ey? Ja, aber ich will gar nicht rumjammern, ich mache jetzt hier weiter, weil wir wollen das wirklich durchziehen, das Projekt. Das machen wir auch hundertprozentig. Na gut, hundertprozentig würde ich jetzt nicht sagen, kommt doch an, was noch kommt. Aber ich will, ja doch, ach. Wir machen das. Egal wie lange es dauert, egal wie viel Geld es kostet, aber wir müssen dieses Projekt unbedingt durchziehen. Ich will die Doka auf die Straße bekommen, ich will das Ding fahren, ich will das Ding daily fahren, ich will damit wegfahren. Ich will damit richtige Abenteuer erleben mit meiner Frau und meinen Kindern. Wir wollen wirklich reisen und alleine dafür lohnt es sich. Hoffe ich. Scheiße. Ich mache jetzt hier weiter und dann zeige ich euch das Ergebnis in, keine Ahnung, wie viele Stunden, Tagen, Wochen. Mal gucken, was ich hier schaffe heute noch. Das kommt jetzt auch alles noch raus hier. Schön Scheiß.
So, ich bin jetzt mittlerweile hier im inneren Bereich angekommen. Den Einstieg habe ich drin, zeige ich euch dann aber zum Schluss. Ich brauche erstmal neue Fächerscheiben, damit ich das dann ordentlich verschleifen kann hier. Aber jetzt muss ich mir erstmal Gedanken machen, wie ich hier am besten vorgehe. Also ich werde das jetzt hier raus trennen. Dann sind wir leider aber auch schon hier etwas hoch, also müssen wir hier auch raus trennen. Und ja, hier oben ist auch schon das nächste Loch, wie man sieht. Also muss das ganze Stück hier auch raus. Also müssen wir hier richtig uns was rekonstruieren an Blechen. Also erstmal hier ein großes Blech, denke ich mal. Dann hier so ein Blechstreifen ringsrum. Dann werden wir hier uns einen ransetzen. Ja, Haufen Arbeit. Aber ich habe jetzt hier ordentlich Licht drin, damit ich hier ordentlich was sehe, damit ihr was seht. Das mal ganz kurz als Update. Es geht voran, auf jeden Fall. Ich mache jetzt weiter. Bis gleich. So, die Ho. Mittlerweile ist es ein paar Tage später. Auf der linken Seite alles fertig geschweißt, würde ich sagen. Jetzt müssen wir noch alles verschleifen. Neue Fächerscheiben extra geholt heute noch. Und schau mal einer da, was angekommen ist. Meine Einspritzdüsen für den Dieselbomber. Frisch überholt. Ich glaube sogar ultraschallgereinigt, wie die vorher aussahen. Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Neu abgedichtet, abgedrückt und ja, bauen wir demnächst ein im nächsten Video, denke ich. Und dann haben wir endlich ein bisschen mehr Dampf unter der Haube beim Dieselbomber. Geil. Aber jetzt heißt es erstmal schleifen, 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 dass die Schweißnähte schick werden und dass das gut aussieht hier. Ich will euch das gar nicht zeigen, das sieht so gebrutzelt aus hier. Ach, scheiß drauf, ich zeige euch das. So sieht das nämlich aktuell aus hier. Also wirklich ratatatatatatat, hier immer schön Punkt für Punkt und dann immer dazwischen noch. Hier bin ich ein paar Mal durchgeschossen, deswegen ist jetzt hier so ein riesen Schweißhaufen drauf hier. Und hier hinten, ihr seht es ringsrum, hier wieder hoch. Alle Bleche sind drin, alles wieder stabil hier. Von unten sieht es aktuell noch so aus. Man sieht jetzt hier leider nicht viel. Werde ich jetzt alles verschleifen. Dann kommt hier 2K-Grundierung drauf. 2-3 Schichten. Dann ist das hier wieder schick. Also schnell verschleifen und dann zeige ich euch das Endergebnis gleich. Und ich würde sagen, dann schauen wir uns auch gleich die nächste Seite an. Die andere Seite, die Fahrerseite. Ich hoffe, die ist nicht ganz so schlimm. Ja, hier ist jetzt ein bisschen dunkel. Aber man sieht hier schon, Kuckuck, da geht es dann auch schon wieder los. Und hier natürlich, wie auf der anderen Seite, Einstiege. Obwohl der eigentlich noch ganz gut aussieht hier. Ich meine, das Loch ist original. Das auch. Na, mal gucken, was da übrig bleibt. Aber wie gesagt, erstmal schleifen, schleifen, schleifen. Grundieren, grundieren, grundieren. Und dann seht ihr gleich das Endergebnis. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon sehr zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich sagen. Dafür, dass ich sowas noch nie gemacht habe, so Karosseriebau und sowas, ist schon nicht schlecht geworden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es gleich verschliffen aussieht. Boah, Leute, was eine undankbare Arbeit, ey.
Ich habe das jetzt alles verschliffen. Meine Hand zittert. Hier sieht's aus wie Sau. Überall die Späne hier. Extrem beschissen natürlich, überall in die Ecken hier reinzukommen mit der Flex. Hätte ich mir auch eher denken können. Aber ja, es ist verschliffen. Ich will auch nicht zu viel drauf rumschleifen, weil ich Angst habe, dass ich dann wieder durchschleife, das Blech. Dann habe ich nämlich gar nichts gewonnen. Hier mal so eine Stelle. Man sieht natürlich immer noch, wo geschweißt wurde. Aber wie gesagt, ich will nicht zu tief schleifen, dass ich nachher wieder Löcher drin habe. Hier in die Ecken komme ich gar nicht rein. Ist halt ein bisschen doof. Aber hier kommt jetzt, wie gesagt, 2K-Grundierung drauf. Ist gleichzeitig auch ein Füller. Also füllt die Dings ein bisschen auf auch. Machen wir ein paar Schichten drauf. Und dann passt das schon. Natürlich keine High-End-Karosseriearbeit. Aber ich bin voll zufrieden. Es erfüllt seinen Zweck. Die Löcher sind weg. Es ist neues Blech da. Es ist stabil. Hier kommen nachher sowieso wieder die Matte drüber. Man sieht davon nachher gar nichts mehr. Nur das hier in dem Einstieg, aber das machen wir dann schön schwarz. Hier kommt auch nochmal so eine kleine Gummimatte hin. Original vom T3. Ich hau jetzt hier die Grundierung drauf. Dann sieht das schon wieder ganz anders aus, weil, wie gesagt, das füllert auch noch ein bisschen. Das mache ich jetzt erstmal. Und wie kriegt man jetzt die ganze Späne hier wieder raus? Man nimmt sich einfach einen Magneten. Schon. Jetzt habe ich den Mist natürlich überall im Bus. Nicht schön, aber was machen. So, alles schön grundiert. Mehrere Schichten habe ich jetzt gemacht, damit es dieser Füllereffekt auch so ein bisschen, wundert euch nicht, hier die Nase und so, das soll so, also soll nicht so, aber das macht überhaupt nichts, weil den Füller kann man schleifen. Das machen wir ja auch noch. Wir werden hier nochmal mit Sandpapier oder so eine etwas geradere Fläche zaubern. Den Kotflügel habe ich auch gleich nochmal mitgesprayt. Wenn ich schon mal eine Dose auf habe von der 2K-Grundierung, habe ich das gleich mitgemacht. Hier innen natürlich auch alles. Das, wie gesagt, müssen wir noch machen. Aber nicht mehr heute. Jetzt habe ich da voll reingelangt. Jetzt machen wir hier zum Schluss nur noch Unterbodenschutz drauf. Und dann ist das auch wieder schicki. Auf jeden Fall denke ich, ach, das haben wir noch gar nicht gesehen. Hier sind auch zwei neue Bleche drin. Müssen wir auch noch verschleifen. Hier ist das Blech mit der Gurtaufnahme auch verschweißt. Nochmal kurz dazu. Normalerweise geht die originale Kante von der Karosserie ja hier lang quasi bis hier. Ich musste jetzt natürlich ein Stück rein, weil das alles schon vom Rost sehr angegriffen war. Deswegen habe ich das alles gleich mit rausgeflext. Müssen wir noch verschleifen, grundieren und dann ist das auch fertig hier. Ja, auf jeden Fall ein riesen Schritt weiter an der Doka. Die Fahrerseite gucken wir uns gleich nochmal an. Nochmal kurz, was da so auf uns zukommt. Aber die Seite auf jeden Fall. Leute, wenn euch das gefällt, was ich hier gemacht habe, unterstützt mich ein bisschen, lasst mir ein Like da. Es ist natürlich keine Profiarbeit, ist klar. Aber ich denke, besser als die Karre verrotten zu lassen. Definitiv. Kurze Bestandsaufnahme auf der anderen Seite. Ja, wie sich das für einen richtigen Fuscher gehört, ist natürlich diese Seite. Man sieht es schon, auch mit Glasfasermatten wieder zugeklebt. Das heißt, wir brauchen hier auch auf jeden Fall wieder eine Gurtaufnahme. Hier ist gar keine mehr. Ich weiß gar nicht, wo er hier den Gurt drin hatte. Hat er den Bus durch? Ich glaube, er hat den Bus durchgebohrt und naja. Auf jeden Fall haben wir dann hier auch was zu tun. Erstmal Glasfasermatten runterkratzen hier und gucken, wie viel Blech hier noch ist. Aber anscheinend ist es hier noch nicht ganz so weit wie auf der anderen Seite gewesen. Ja, dann haben wir schon gesehen, dieses Loch. Hier auch natürlich Glasfaser, schön. Das sind immer die gleichen Stellen. Auf der einen Seite war es auch da oben ein Loch. Hier auch oben ein Loch. Eigenartig. Wie sieht es denn hier unter aus? Ach, ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ist das schon durch? Man findet es heraus mit dem typischen Schraubenzieher-Trick. Oh. Mensch, du hast mal eine Stelle, die nicht durch ist. Ich bin begeistert. Aber hier sehen wir schon, hier wurde doch auch schon wieder was zugeklebt. Ach naja, wir können uns alle denken, was da drunter ist. Aber das alles, Leute, wie gesagt, gucken wir uns dann vielleicht im nächsten Video an. Ich weiß es noch nicht. Jetzt will ich aber wissen hier. Auf jeden Fall, ja, da wo man es nicht erwartet, ist das Loch. Eigentlich habe ich eher hier ein Loch erwartet. Aber man sieht, hier wurde auch wieder schön was drüber geschmiert. Jetzt aber. Das werden noch lange nicht
die letzten Stellen gewesen sein. Würde ich sagen, auf der Seite machen wir das gleiche Spiel dann nochmal. Aber ich denke, das lohnt sich. Leute, wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich will den Bus unbedingt fertig machen. Alleine der Content, denke ich, ist cool für viele. Viele wollen das sehen, wie ich hier an der Doka verzweifle. Nee, Quatsch. Wir machen das schon. Ich habe weiterhin Bock. Viele hätten wahrscheinlich aufgegeben. Aber ich will es jetzt wirklich wissen. Das ist jetzt meine Mission hier, diesen Bus auf die Straße zu kriegen, fertig zu machen. Gut, Leute, ich würde sagen, wir beenden erstmal an der Stelle das Video. Nächstes Video gibt es, wie gesagt, Dieselbomber. Und mal gucken, ob dann darauf vielleicht wieder T3... Ich werde wahrscheinlich nicht alles filmen, was ich jetzt schweiße. Wir haben es einmal auf der rechten Seite gesehen. Ich glaube, links wird nicht viel anders. Vielleicht filmen wir noch ein paar mehr Löcher. Mal schauen. Wir werden sehen. Vielen Dank. Schön, dass ihr bis zum Schluss schaut. An der Stelle, Leute, macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Adieu. Ach komm, das wollen wir jetzt auch noch wissen hier. Sag mal, war der Vorbesitzer Bootsbauer oder was hat der mit seinen Glasfasern? Hier, schöne Originallack hier, du. Meine Fresse. Ja, so sieht das jetzt hier aus. Wo wir jetzt noch dran ist, vielen Dank für die Watchtime. Macht's gut, Leute.